Ja. Viele Zuschauer haben sich mehr Erste-Hilfe-Ausrüstung gewünscht und dein Wunsch ist mir Befehl. Das Ding, das kann ich total genial. Ich finde es total genial, ich kann es total empfehlen. Wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Dieses Ding hier, das habe ich empfohlen bekommen von meinem Notarzt des Vertrauens und zwar vom Dr. Thomas Girgis. Der hat mir das gezeigt und gesagt, jetzt, das ist eine coole Sache und ich habe es mir dann natürlich geholt und kann nur eines sagen, er hat recht. Vorweg, ihr weißt, dass das rot ist und nicht so taktisch cool wie da hinten. Und es gibt ja auch viele Sachen von Tasmanian Tiger, die genauso gut sind, die halt eher in diesen taktischen Bereich reinpassen, weil sie oliv sind oder Sand oder sonst was, ist alles gut. Das hier ist eben nicht für diesen taktischen Bereich gedacht, sondern für 0815 Heines, so wie ich. Das Ding lässt sich so aufmachen. Und das ist jetzt ein ganz anderes System, als wir das häufig kennen, nämlich das Aufklappbare oder das Aufreißen und Zugriff auf alle Dinge auf einmal haben. Das hier ist aus dem zivilen Bereich, wo ich sage, okay, ich habe Zeit und wenn ich diese Zeit nicht habe, dann habe ich sowieso verloren. Also, weil wir gar nicht davon ausgehen, dass uns irgendjemand mit einer Granate beschießt und da Gliedmaßen ab... Okay, das hier ist einfach ein kleines Erste-Hilfe-Set, was man dabei haben kann, um die notwendigsten Dinge in den Griff zu kriegen. Also, das ist standardmäßig nicht dabei. Diese Nadeln habe ich mir da, diese Sicherheitsnadeln habe ich mir selber draufgegeben. Du hast dabei einerseits eine Schere, die auch was schneidet. Das ist nämlich ganz wichtig. Dann halt so ein, ja, weißt du, schau, das ist unaufgemacht. Ja, es zerknittert zwar und ist auch schon ein bisschen kaputt und so. Ich habe da noch nie reingeschaut. Wirklich, ich habe da noch nie reingeschaut. Vergiss das ganz einfach. Ich habe dieses Erste-Hilfe-Set übrigens glücklicherweise noch nie richtig benutzen müssen, außer Pflaster rausnehmen und das finde ich natürlich gut. Aber wie auch immer, es ist eine Pinzette mit dabei. Ich habe die jetzt nicht ausprobiert, aber da die so ein Flachding sie ist, jetzt werden wir mal schauen. Au! Hey! Nein! Oder da oben soll ich da... Na, da oben habe ich hier so wenig Haare. Nein. Ich denke, dass sich damit auch eine Zecke sehr, sehr, sehr gut entfernen lassen wird. Da kann man doch nah ran. Passt gut. Eine richtige Splitterpinzette ist es nicht. Du kannst auch mit dem Teil hier packen. Also ich glaube, dass das funktionieren wird. Und ich habe auch schon viele Zecken rausgehauen. Normalerweise habe ich Zeckenzangen, also nicht Zeckenzangen, eben keine Zeckenzangen, sondern Splitterpinzetten mit, aber die ist genauso gut. Ja, und dann halt das typische Klebeband und Amulbinde und da eine antiseptische Creme, die hörst. Dr. Thomas, wenn du das irgendwie hörst, dieses Video und siehst dieses Video, du hast selber gesagt, bei den ganzen Erste-Hilfe-Kursen und auch bei unserem Online-Erste-Hilfe-Kurs, den ich da in billiger Eigenwerbung natürlich da unten verlinke, dass wir nichts draufgeben auf Wunden. Dass wir das in der Erste-Hilfe nicht tun. Warum ist denn das drin? Der Dr. Thomas sagt nämlich, das brauchen wir alles nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Wandern sind und es schneidet sich irgendjemand von wirklich gescheit auf, dann geht es nur darum, dass wir das abdecken und schauen, dass wir in die Rettungskette kommen. Und wenn wir außerhalb der Rettungskette sind, aus welchem Grund auch immer, weil wir in Alaska feststecken oder was weiß der Teufel was, Blackout ist im Moment dann auch so ein Thema, ja, dann wirst du mit der Pasta auch nicht weiterkommen, ne? Nämlich nicht auf Dauer, aber sei es drum. Gut, aber das habe ich mal gemerkt. Ich habe was gemerkt, ich bin so stolz auf mich. Gut, das hier, sind das... Nein, sind das Kondome? Echt jetzt? Nein, natürlich sind das keine Kondome. Es fühlt sich auch momentan so an. Ich glaube, die sind zum Handdesinfizieren. Aber es schaut auf jeden Fall so aus. Gut, was haben wir hier? Da haben wir so eine kleine Wundauflage. Da haben wir dann eine größere Wundauflage damit. Und das hier, das ist so eine Bandage, die man drüber wickeln kann. Was mir jetzt auf die Schnelle fehlt, nein, ist eh da. Ist es da? Na, da habe ich noch... Da haben wir noch Steri-Straps oder Strips oder wie auch immer diese heißen, merke ich mir nie. Du weißt, was mir fehlt. Dr. Thomas, wenn du zuhörst, mir fehlt das Beatmungstuch, fehlt mir. Und was mir auch fehlt, und das ist ja auch ganz wichtig, die Handschuhe, die fehlen auch. Aber, und das ist nämlich genau der Punkt, und da hat natürlich der Dr. Thomas auch recht, du musst da dein Erste-Hilfe-Set sowieso individuell zusammen stöpseln. Und ja, das heißt, da oben haben wir noch genügend Platz, um das eine oder andere reinzupoppen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Konzept. Warum? Da fällt da nichts raus, wenn du das aufmachst.
Du kannst das so umklappen und zugreifen, das geht schon. Aber das war's jetzt. Also, es fällt da nichts raus. Was halt nicht geht, ist vor dir hinlegen und aufklappen. Aber dazu, mutmaße ich jetzt mal, ist das sowieso zu klein und nicht ideal. Wenn, dann brauche ich halt irgendwas Größeres, wie es zum Beispiel das von Tasmanian Tiger gibt. Ich habe da drüben sogar eins. Das hier, das habe ich auch schon einmal vorgestellt, das klappt sich wirklich komplett auf. Das ist noch original verpackt. Oder es gibt auch von Orthorox, das ist auch eine super Sache. Das ist diese Roll Dog. Ja? Der wird auch vom Österreichischen Alpenverein, wie ich weiß, empfohlen. Den hast du auch vor dir aufgeklickt und kannst dann zu den einzelnen, da hast du Wound Care, also Wundversorgung und so, da steht halt auch auf Englisch dabei, da ist eine Schere mit dabei und so. Das geht natürlich auch, ist aber ein anderes Konzept, aber wenn ich die zwei jetzt miteinander vergleiche, muss ich halt auch sagen, jo, eh, ich meine, ja, gewichtsmäßig, okay, aber vom Volumen her ist das halt schon was anderes. Da habe ich noch einmal ein bisschen mehr mit dabei, da habe ich noch Rettungsdecken und so Sachen dabei. Und das betrifft auch zum Beispiel dieses First Aid Complete hier und all die anderen Nachfolgeprodukte, die es von TT gibt. Das ist halt eine andere Liga und da habe ich einfach, ja, den hier steckst du nicht irgendwie in die Tasche. Aber den, sehr wohl, übrigens habe ich den heute die ganze Zeit mitgehabt und glücklicherweise nicht gebraucht. Wir waren nämlich im Wald und haben das neue Reini Rossmann Messer getestet. Wir haben Messer getestet. So, und da habe ich genau dieses Teil, ja, da bei der Helikontex Jacke mit eingebaut gehabt und alles gut, alles super. Ja, Gott sei Dank nicht gebraucht. Das ist schön. Ja, es gibt auch einen kleinen Gürtel, Clip mit dabei, aber der ist wirklich minimal. Und Molle geht sie nicht aus, weil das einfach ein bisschen zu breit ist. Aber, und da komme ich jetzt noch einmal dazu, also ja, wenn du an den passenden Gürtel hast, und das kann ja auch ein bisschen größer werden, da ist zwar so ein bisschen ein Glätt dabei, aber das geht sich dann auch aus. Ich habe die erste Hilfe Sets eigentlich nie am Gürtel. Ich habe die immer irgendwo in einer Tasche oder einstecken. Naja, das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, ich habe die nie am Gürtel. Deswegen passt das auch. Hier außen ist dann noch einmal eine kleine Aufhängung. Ist auch alles schön vernäht. Du siehst, der Zip ist wasserabweisend. Ich meine, das ist nicht wasserdicht, das ist klar. Es gibt es von diesen Life Systems auch. Habe ich aber nicht. Das habe ich mal gekauft, weil der Doktor, boah, das ist richtig warm jetzt. Der Doktor meines Vertrauens, Dr. Thomas Gierges, empfohlen hat. Das war's jetzt. Also, ich finde das Ding super. Ich habe es Gott sei Dank noch nie richtig einsetzen müssen. Das freut mich sehr. Ich habe es bei den Trainings nie dabei, sondern eher bei den kleinen Wanderungen, die wir zu zweit oder zu dritt machen oder auch nur so ganz kurz. Wenn es etwas größer ist, wenn du mit einer größeren Gruppe unterwegs bist, dann etwas in diese Kategorie hier. Aber ich bin nur interessierter Laie. Wenn dich das interessiert, dann, ja, dann empfehle ich dir entweder unseren Online-Kurs oder unser Live-Training oder all die anderen spezialisierten YouTuber da draußen, die sich um Erste Hilfe kümmern und da echte Experten sind. Da bin ich nur interessierter Laie. Daher schau dich um, wie zum Beispiel den Medi Urs und wie sie alle heißen. Darf man nach oben oder nach unten, wie du magst? Billige Eigenwerbung. Ich gebe dir den Link natürlich in meinen Shop. Den habe ich hier nicht. Aber müssen wir ganz einfach schauen. Schreib mal einen Kommentar. Abo dalassen, ein paar andere Videos. Hat mich gefreut, dein Reini Rossmann und ciao, ciao.